Klingt so wurstig. Welches? Dafür brauche ich. Und? Ja, okay, Moment. Ja, das ist das. Es muss röter klingen. Und mehr klingen. Alles ist besser als Wurst. Alles ist besser als Wurst. Erstmal. Ja. Yeah. So, rede ich hinsetzen. Gucken wir nochmal zum Ältestenrat. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Weiß ich noch nicht. Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Okay. Danke für ein... Keine Willst du Wurst? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Richtig. Und was ist das jetzt? Ein Besteck. Auf ihn. Außer einem. Vielleicht irgendwas? Und was ist ein Besteck? Ein Bestechungsversuch? Und was ist ein Bestechung? Auf ihn. Außer. Und was ist ein Besteck? Auf. Außer. Ach komm schon. Und was ist ein Besteck? Auf. Irgendwas. Und was ist ein. Auf. Außer einem. Irgendwas. Und was ist ein Besteck? Auf. Okay, nein. Sollen wir irgendwas übersehen? Bällebart. Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich... Das ist auch so viel... Irgendwas? Irgendwas. Müssen wir noch machen können. Das ist auch so schon vielleicht... Das ist auch viel... Das ist auch viel... Das ist auch viel. Das ist auch viel. Okay. Hier haben wir nichts mehr, ne? Wärmelampe, ja gut. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Okay. So, gut. Können wir die zum Schmelzen bringen? Ja! Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran... musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Super, Plastikschmelz. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Können wir das jetzt hier? Ich muss meine Sachen nicht, da sind nur die Bakterien aus meinem Mantel drauf. Und die können mir schon lange nichts mehr anhaben. Das ist zwar kolossal, aber gut. Nicht alles wird best im Grund und vielleicht... Das ist schon braun genug. Ein. Okay. Nanu. Nicht. Ich muss. Nicht doch. Es wäre doch Amtsmissbrauch. Da fehlt ein Klangstab. Wir haben Plastikschmelz. Wir sind schon mal weitergekommen als vorher. Ein bisschen. Hey, braucht ihr Plastikschmelz? Wie wär's mit bunten Plastikvorhängen? Nicht übel. Die lassen sich super abwaschen. Andererseits wirkt Plastik immer so billig. Ach komm. Findet ihr? Ich hatte jahrelang Bettwäsche aus dem Zeug. Echt jetzt, Rufus? Du hattest Bettwäsche aus dem... Okay. Nein, ich bin still. Chill out zone. Wir haben Plastik. Wir haben Plastik. Plastik, 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 Plastik. Ich weiß nicht, was wir mit Plastik machen sollen. Vielleicht da rein. Das wollte ich eigentlich. Schau mal, was ich. Ich muss warten. Ich muss in Dienst. Okay. Zum Spar. Ich störe ihn lieber nicht bei der... Hier haben wir auch nichts mehr? Nee. Ich guck nochmal nach, ey. Als ihm der Sapsch geschmissen... Ist das die... Okay, was können wir denn damit machen? Wir haben das ja eben gerade schon versucht. Da ist noch... Leider kenne ich... Plastikschmelz. Plastikschmelz. Was soll ich denn mit Plastikschmelz? Wer das darauf legen?
jetzt vielleicht Plastikschmelz darüber legen? Dafür Brunnen? Nee, auch nicht. Nee, hier ist nichts. Hier müssen wir gar nicht hin. Hier müssen wir gar nicht hin. Gucken wir nochmal zum Ältestenrat. Vielleicht müssen wir hier oben noch irgendwas machen. Können wir nochmal Bällebad nehmen? Nein, danke. Sachen nehmen. Nein. Ihm geben. Und was ist an Besteck? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Wir haben eine Wärmelampe. Können wir irgendwas noch mit der Wärmelampe machen? Das ist schon ein weit. Okay. Stroh? Well done en point. Ich würde mir auf die Schulter klopfen, wenn Animationen nicht so teuer wären. Was hat das jetzt gebracht? Auf die Schulter, aber immerhin. Das ist schon braun. Ein Das ist schon braun genug. Okay, okay. Echsenhaut. Das ist schon ein. Aha. Das ist schon ein. Aha. Und? Das ist schon ein. Mann! Sein neuer Teint. Dafür duftet er nach Hotdog. Lecker. So, das können wir auch nichts machen. Okay, dann gucken wir noch mal. Blatt. Was für ein zum Können wir den vielleicht noch mal ein bisschen beim Ältestenrat? Irgendwie, weiß ich nicht. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Yeah! Ja! Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause! Nimm dir einen Keks! Der schon wieder. Nimm den Keks! Okay. Gut, was haben wir hier? Wir haben Data-Setten-Schlitz. Okay, Schalter. So ein Schalter wäre schon ganz geil umzulegen, ne? Haben wir. Erstmal gucken wir nach dem Hut. Hut. Eule. Ah. So, kurze Unterbrechung. Ich glaube, ihr habt eben das Ja noch am Ende gehört. So. Haben wir einen Hut? Ist doch ein Hut. Wo haben wir denn einen Hut? Schade, kein Hut, glaube ich. Schalter drücken. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gamecode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Okay, wir haben nur leider keine Datasette. Haben wir da unten nicht einen Hut irgendwie? Ich sehe echt keinen Hut. Schade. Ist der Computer. Tower. Technisches Zeug. Aua! Was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Hab ich okay. Gelernt. Festplatte. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Okay. Sprechen wir erstmal mit dem Computer. Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus. Stimmt. Gut, ja, was könnten wir denn machen? Wir haben hier eine Festplatte. Den Computer. Haben wir noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nein, da, okay, gut. Ach nee, diese Festplatte ist doch so schon zugemüllt genug. Ah. Drink. Das solltest du lieber sein lassen. Und wenn nicht... Oha. Ich habe dich gewarnt. War das gerade Absicht, dass die
ein Zeichen so eingesetzt, wo du gerade da so bist, im Bescheid? Wie ich das meine? Ja. Ich hoffe, ihr wisst es Bescheid. Ach, komm schon. Irgendwas. Ach nee. Okay, können wir das mit dem Computer benutzen? Dafür brauche ich und die habe ich zuhauf. Dass ich die Finger brauche, war beispielsweise auch schon so eine Ahnung. Ja. Dafür und okay, dafür braucht er nur seine Finger. Wo ist noch gleich dieses Systemdingens? Meine Festplatten sind in dem Gehäuse da unten. Es sieht vielleicht bescheiden aus, aber keine Sorge, es ist alles vollkommen sicher. Das werden wir ja sehen. Ich würde das gern, echt. Das solltest du lieben. Und wenn nicht. Wow. Okay, wir brauchen eine Datasette oder was ist los? Wo ist noch. Mann, ich sehe, das ist. Das werden. Wo ist noch. Okay, warte, mehr können wir nicht. Nein, noch. Oh. Das werden. Sind da. Was könnten wir denn machen? Wir probieren doch nochmal alles hier aus. Dafür brauch und die, dass ich die. Okay, Moment, das nicht. Dafür und dass ich die. Das auch nicht. Dafür und dass ich. Das auch nicht. Dafür und das. Komm schon. Dafür und das. Irgendwas. Dafür und das. Okay, schade. Können wir irgendwas vielleicht Stroh in das Getränk? Das sind das Getränk. Das ist schon ein weit. Da schwimmt. Nanu, nicht, ich muss mich. Nein. Nicht so lange. Nein. Ich muss mal. Das ist nein. Okay. Das ist aber gut. Das ist ein. Nimm. Irgendwas, Nanu, komm schon. Oh. Et voilà. Ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunftsorigami. Aluhut. Achso. Moment. Den Aluhut müssen wir jetzt irgendwem geben, wahrscheinlich. Kannst du Goal beim nächsten Mal. Wie denn? Ich werde ihn dann doch noch gar nicht haben. Deine Ausreden waren auch schon mal lustiger. Stimmt eigentlich. Dann gucken wir mal. Irgendwen können wir doch den Hut geben. Irgendwem. Was ist das? Och, nur ein kleines. Eine Hand. Dann ich. Moment, können wir den vielleicht auf den Computer setzen? Dass unsere. Punkte gespeichert werden. Das könnte möglich sein. Ja, vielleicht haben wir recht. Was? Was tust du denn da? Wir werden mit einem Mal so. Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Oh, aber nee. Hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbordsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer. Ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Geil! So, wir haben jetzt irgendwas mit dem Scanner haben wir jetzt gemacht.
als ob wir 10.000 Spaßpunkte haben. Gucken wir mal das Scanner an. Im Moment das Tolle daran. Und wenn du kannst es jederzeit erneut versuchen. Gut, wir haben 10.000 Spaßpunkte. Lass uns mit ihm reden. Ah, was gibt's? Ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange, sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Als ob! Und dann gibt es auch frischen Zopfkuchen. Ein bisschen weniger. Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Naja. Waghalsig, gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ach, halt die Schnauze. Danke für keine Okay, Moment, dann gehen wir mal zu den Leuten in der Chill-Out-Zone. Ich hab 10.000 Spaßpunkte. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Ja. Kannst du die nicht mitnehmen, Rufus? Kannst du die nicht mitnehmen? Ach Mensch. Wichser! Für einen Cocktail braucht man mindestens 2 alkoholische Zutaten. Und eigentlich auch ein Schirmchen, aber da will ich heute mal nicht so sein. Okay, Moment, nehmen wir mal das hier. Und Drink? Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Okay, Moment, wie muss ich das machen? Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht... Moment, so, zack. Lass jetzt da rein. So vielleicht? So? Aha. Nice. Ich wusste doch, dass er mir ein Bartender verloren gegangen ist. Yeah, ein neuer Drink. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Können wir... So, das ist jetzt Chefsache. Die ist so niedlich. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Na, wie niedlich. Guckt euch diese Augen an. Gerade hatte ich alle Maden aus dem Mantel entfernt. Oh, wie süß. Das hat seine eigene Haut. Schade, aber wir haben schon mal einen Drink. Hier, bitte sehr.
Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache! Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Du hast hier gesessen und nichts getan, Alter! So. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht solange hier kein Okay, wir müssen noch Essen zubereiten, alles klar. Das da rein.